So, jetzt sind wir von unserem Praxisversuch wieder. Und zwar, wir haben eine unbeschleunigte Bewegung gemessen, Autos, die vorbeifuhren, in ungefähr 5 Meter Abstand, aber auf jeden Fall gleichem Abstand hatten wir Leute postiert. Hier hatten wir in diesem Fall entsprechende Zeiten, 0,8, 0,95 Sekunden, 0,87 Sekunden und so weiter, wie man das hier sieht, hoffe ich dann auf dem Video. Das heißt aber, dass, wenn ich jetzt mal von den Ungenauigkeiten, dass wir mussten uns das zurufen, jetzt und so weiter, wenn ich davon mal absehe, dann sieht man hier, hier hatte sich die Truppe am besten eingespielt. Hier sind nämlich die Zeiten wirklich arg gleich. Und hier, dann war Verkehrslärm, da war das ein bisschen schwierig. Hier kam einer scheinbar schneller angefahren, war wahrscheinlich doch nicht so. Aber diese Zeiten, die drücken hier in der Mitte, diese hier, die drücken auf jeden Fall aus, wie schön gleichmäßig dieses Auto, was wir da gestoppt haben, wie schön gleichmäßig das sich bewegt hat. Das heißt also, es hat kein Gas gegeben, es hat auch nicht gebremst. Dann sind wir, beziehungsweise wir haben es zu Anfang gemacht, weil uns der Zug sonst weggefahren wäre. Wieder in 5 Meter Abständen haben wir Folgendes getan. Und zwar, wir haben einfach wieder mit Zuruf und entsprechenden Zeitmessungen gemessen, wie lange braucht der Zug von dem ersten bis zur zweiten, zur nächsten Marke. Und da sieht man sehr schön 5,1 Sekunden, hier sind es ungefähr 4 Sekunden, hier sind es 2, das sind Messfehler, hier hätte er eigentlich weniger brauchen müssen, aber hier deutlich 1,3, 1,1 und hier hinten gab es dann wegen des Lärms einen Verständigungsfehler, das kann passieren. Eindeutig, und ich habe vorher den Triebwagenfahrer gefragt, warte mal, das halten wir mal noch fest. Der hat eine Motorleistung von 2x275 Kilowatt, das können wir nämlich auch in höheren Klassen ausprobieren, und eine Masse von, in diesem Fall 80 Tonnen, weil er leer war, der fuhr hier an. Also das waren die Messwerte nebenbei und der Triebwagenführer, der hat sich gefreut über uns und hat gesagt, ich werde auch ganz gleichmäßig Gas geben, also gleichmäßig beschleunigen. Ja, jetzt könnte man das ausrechnen, das ist aber mit diesen Formeln da, wie wir vorhin das schon getan hatten, also schon mal angedacht hatten, das könnte man machen, würde aber das Video sprengen, das heißt, in diesem Fall halte ich das Video mal an, das kann man dann immer noch tun. Die Messwerte haben wir alle, die sind alle festgehalten, entsprechend zu Hause dann mal Stopp drücken, dann kann jeder mal hier die Beschleunigung zum Beispiel ausrechnen oder hier nebenbei, hier stand ein Verkehrsschild, 30 stand da drauf, das heißt 30 Kilometer pro Stunde. Wir haben es aber mit Metern und Sekunden zu tun, das müssen wir umrechnen. Ist aber eine andere Übung, ist jetzt nicht unser Ding.